Hallo, ich bin's mal wieder und heute melde ich mich zurück mit einem Outfit of the Day, mit Sachen aus meinem letzten Primark Haul. Und da wollten ganz viele ein Outfit dazu sehen, deshalb mache ich das jetzt und nehme dich mit zum Sushi essen und shoppen. Gleich mal die leere Straßenbahn genutzt und geshakt. Und hier haben wir auch schon das erste Accessoire. Das ist aus meinem eigenen Online-Shop. Ich habe jetzt einen eingerichtet. Link findest du in der Infobox. Und dort findest du den Unendlichkeitsring und diesen Flügelring hier. Und jetzt ab zur Mampforgie. Running Sushi! I will make sure you don't miss a thing, 'cause you always think that you're running out, you're running out of your... Immer auf der Lauer. You're running out, you're running out, and you always think that you're running out of your precious little time, you're running out... So, noch schnell die Härchen fixiert. Und dann geht's schon los mit dem Outfit. Und das erste, was ich trage, ist diese Marc Jacobs Tasche. Das ist die Baby Groove, heißt das Modell. Und die bequemsten Wedges ever, das sind diese schwarzen hier von Esprit. Weiters trage ich dazu noch diese schwarze Skinny Jeans, kennst du wahrscheinlich schon, ist von Cheap Monday. Achtung, Magic Trick, tada! Und hier sieht man im Close-Up das Shirt, das ist aus dem letzten Haul, ist von Primark und das habe ich hier kombiniert mit diesen Armbändern. So eine Arm-Party habe ich da gemacht mit der Michael Kors-Uhr und dem Schmuck von It's Cult. Genauso wie die Kette, die ist auch von It's Cult. Das ist so eine Hand der Fatima. Finde ich sehr schön, das Symbol. Der Pulli ist von Primark, auch aus meinem letzten Haul. Und da sieht man auch nochmal ganz schön, wie das Shirt durch den Pulli scheint. Und wie das wirklich gut passt zu dem ganzen Arm Candy. Also das greift wirklich die ganzen Farben nochmal schön auf, finde ich. So, ich hoffe, das Outfit hat dich inspiriert und wenn du Bock hast, dass ich dich öfter so mitnehme und ein Outfit zeige, dann lass mir bitte eine Bewertung da oder einen Kommentar oder beides und sag mir mal, was du am liebsten isst. Ich liebe ja Japanisch. Bis dann, tschüss!